Ja, herzlich willkommen aus dem Mothergrid-Studio, sagt Markus Wilmsmann. Und ich möchte mich heute mit meinen Studiogästen über Remote Operation von Events unterhalten. Der Regisseur war in Wien, der Lichtdesigner in München, der Lichtoperator in Frankfurt. Und der FOH- und Broadcast-Ton wurde in Köln gemischt und die parallele Tonaufzeichnung in 5.1.4 aus den Valhalla-Studios in New York gesteuert. In Mainz stand das TV Skyline Center und das war ein Knotenpunkt für die Kamerasteuerung, die Bildmischung und die Streameinspeisung. Und Qualitätskontrolle und Remote Audience Management folgten von Berlin aus. Und alle Fäden liefen dann in Wuppertal bei Riegel Communications zusammen. Und über diesen Event möchte ich mich jetzt unterhalten und habe mir dazu virtuell eingeladen Peter Brandt von Remote Recording Network, Roland Greil von The Black Project und Carsten Voskühler von Riegel Communications. Und ich sag mal, hallo alle miteinander, guten Tag. Hallo Markus. Okay. Hallo, guten Morgen, grüß dich. Ja, also das erste ferngesteuerte Event der Welt ist Geschichte und ihr drei wart maßgeblich daran beteiligt. Peter, du warst mit Remote Recording Network derjenige, der am Ende alle Fäden in der Hand gehalten hat. Was war denn so dein Aufgabenbereich? Die Geschichte ist vor 5 Jahren entstanden. Die Idee, Sachen fernzusteuern, sprich normale Tonaufzeichnungen fernzusteuern. Nicht den vorhandenen Tonwagen zu nutzen, sondern halt das aus dem Studio rauszumachen, aus vielen Gründen. Und vor 2 Jahren haben wir angefangen, Tests zu machen, zusammen mit Riedel, wie man das bewerkstelligen kann auf eine hochprofessionelle Art. Und haben das im Ton realisiert, schon mehrfach, verschiedene Konzerte ausgeführt und irgendwann auch für Gerätesteuerung übernommen. Und da war relativ schnell klar, dass man viele Gewerke steuern kann, also nicht nur unseren Tonbereich, sondern Licht, Kameras etc. Wir haben Tests gemacht in der Richtung. Und Anfang des Jahres war das alles so weit, dass alle Gewerke in sich funktionierten für sich selber. Und wir hatten die Idee, auf eine laufende Tournee aufzuspringen im Herbst 20, was natürlich aus bekannten Gründen nicht stattgefunden hat. Und so ist die Idee entstanden, dass wir ein Showcase machen, dass wir dann an einem Ort, Bottrop in dem Fall bei TDA, alle Gewerke zusammenführen und da tatsächlich eine Weltpremiere starten, sprich Licht, Video, Ton, alles gleichzeitig dann an einem Ort zusammenbringen und die komplette Produktion, also fast zu 100% fernzusteuern. So ist das entstanden und dann sind die Gewerke mit Hilfe von Holger Schader von Solotech zusammengeführt worden. Der hat uns mit Roland zusammengebracht, mit TDA und so ist die Produktion entstanden. Ich habe das Ganze organisiert, also diesmal keinen kreativen Part übernommen, nicht gemischt oder gemastert, sondern tatsächlich die Produktion geleitet, die Gewerke zusammengeführt und das ganze Ding geplant, inklusive der iPads, der virtuellen Zuschauer. Über die iPads sprechen wir dann gleich noch. Roland, du warst mit The Black Project für das Lichtdesign zuständig. Wie war denn diese neue Arbeitsweise für dich? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Es war auf jeden Fall eine steile Lernkurve, würde ich behaupten. Also es war komplett neu aus der Perspektive, dass wir sowohl ich als quasi oder die Kreativabteilung als auch mein Programmer, der Marc Bunkert, nicht vor Ort waren, sondern Minimum irgendwie 200 Kilometer, in meinem Fall eher 600 Kilometer weit weg von der Venue waren, wo die Shows passiert sind. Und wie gesagt, natürlich ist es ähnlich, sage ich mal, wie wenn du jetzt irgendwie fürs Fernsehen produzierst, du guckst ja auch nur irgendwie auf den Monitor, aber zumeist bist du dann trotzdem noch im Raum und gibt dir ein ganz anderes Gefühl und auch eine ganz andere Einschätzung. Und das war natürlich jetzt, ich sage mal, wir sind immer wieder tief ins kalte Wasser gesprungen, indem man gesagt hat, man macht das so und man macht das remote, hat aber relativ sehr, sehr gut funktioniert, aufgrund dessen, dass Marc und ich halt über Jahre jetzt ein eingespieltes Team sind und dass man sich, ich sag mal, sehr, sehr gut auf die Expertise auch von Riedel und von Peter verlassen konnte, also mit der ganzen Technologie, die dahinter steckt, weil das ist schlussendlich der Backbone oder das ist das A und O bei einer Remote-Produktion ist das Remote-Netzwerk, dass das auch funktioniert und auch relativ latenzfrei funktioniert und darüber mussten wir uns gar keine Sorgen machen, dank den lieben Netzwerkpartnern und das war, daher ging es relativ schnell, aber es braucht natürlich seine 1-2 Tage, bis man Gefühl bekommt dafür, alles nur über Monitor, sage ich jetzt mal, zu designen und zu programmieren, wobei man natürlich jetzt nach 2020 da schon auch ein bisschen einen technologischen Vorsprung hat, weil man lebt ja nur noch irgendwie in Videokonferenzen, also man gewöhnt sich an Monitore.
Ja, das ist tatsächlich langsam nichts Neues mehr. Carsten, bei Regal Communications sind die Fäden sozusagen alle zusammengelaufen. So eine Zusammenarbeit gab es ja auch in der Vergangenheit schon mit dem Remote Recording Netzwerk bei Peter Maffay. Was war denn jetzt bei dieser Produktion das Neue? Bei der Produktion war definitiv das Neue, dass wir das Netzwerk sozusagen massiv erweitert haben. Also im Vergleich zu den vorherigen Produktionen, die wir mit Peter gemacht haben, dazwischen lagen natürlich Tests, also wir sind da jetzt nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen, aber bei dieser Produktion waren es deutlich mehr Außenstellen, die wir eingebunden haben, also Personen, die wir ins Netzwerk reingeholt haben. Und aber vor allem neben der Audio, die es sonst halt zu übertragen galt, also sprich die Intercom, die reine, plus halt Audio-Streams, kamen diesmal eben auch noch die ganzen Daten zustande, also dass die Kollegen vom Licht zum Beispiel ihre Pulte fernsteuern konnten. Also das war schon noch eine Erweiterung, also eine massive Erweiterung quasi auf Riegelseite. Okay. Was waren denn so für jeden von euch die größten Herausforderungen bei dieser ganzen Produktion jetzt? Fangen wir bei Peter an vielleicht. Die größte Herausforderung kam eigentlich erst vor Ort, nachdem ich einen kleinen Planungsfehler hatte, was man leider so sagen muss. Wir sind von falschen Internetdaten ausgegangen. Heißt, ich bin von 50 Mbit Uploads ausgegangen, zweimal am Haus. Und das waren tatsächlich auch nur 10 Mbit. Und was natürlich für eine Produktion nicht ausreicht in dieser Größenordnung. Heißt 20 Mbit als Festanschluss. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir alles über SIM-Karten machen. Sind da also auch ins kalte Wasser gesprungen, weil natürlich zur Showzeit die meisten Leute Netflixen und sonstige Videospielchen machen und die Bandbreiten sowieso in den Keller gehen. Aber wir haben das mit insgesamt, glaube ich, 9 Karten realisieren können. Also 9 SIM-Karten plus die beiden Hausanschlüsse und sind das Risiko eingegangen. Und das war tatsächlich ein kleiner Ritt, hat aber funktioniert. Das ging dann so weit, dass ich zwischendurch durch die Räume gelaufen bin, alle gebeten habe, die da waren, Stadeln aufzuhören, ihre Handys auszuschalten. Und dann konnte Kasi, also Carsten Hein bei Riedel, unser Engineer und Entwickler dieser ganzen Sache, konnte live die Paketverluste entsprechend monitoren bzw. Latenzen kontrollieren und konnte sehen, mit jedem Handy, was ausging, die Verbindung besser wurde. Und das war ein Ritt, das war eine Herausforderung. Ansonsten, es war alles getestet. Es war klar, dass die einzelnen Gewerke in sich funktionieren. Das Spannende war, was passiert ist in der Live-Situation mit normalen Live-Bedingungen, welche Hürden müssen wir da nehmen. Und das war nochmal was Besonderes. Wobei trotzdem klar war, dass die einzelnen Dinge gehen, war nicht klar, ob sie in der Gesamtheit so spielen. Auch letzten Endes wegen des Internet. Man hätte das natürlich auch mit einer Glasfaser machen können. Das hätte uns 10.000 Euro gekostet, weil an der Stelle nichts liegt. Es hätte gelegt werden müssen, dann hätten wir natürlich eine luxuriöse Situation gehabt für das Ganze. Aber das haben wir bewusst nicht gemacht, weil das bringt auch die Erreichbarkeit einer solchen Produktion für den, ich sage mal, normalsterblichen Produzenten oder macht die Erreichbarkeit sehr schwierig, weil es kann sich nicht jeder für die Produktion Glasfaser hinlegen. Und wir haben also bewiesen, dass man das machen kann unter ganz normalen Konsumentenvoraussetzungen. Also das war ein ganz normaler Handyvertrag, eine ganz normale Handykarten, der große der Telekom mit Multisim und das funktioniert. Es war so nicht geplant, aber das war eine recht schöne Erkenntnis. Okay, also ja, Carsten, damit wir das richtig verstehen, das war das ganze Netzwerk wurde mit herkömmlichem Internet, wie es jeder im Laden kaufen kann, auf die Beine gestellt. Das ist korrekt. Und wie Peter das schon so schön sagte, also dass es in der Intensität jetzt quasi live umgesetzt wurde, das war jetzt nicht unser Ziel. Nichtsdestotrotz war es schon von Beginn an der Zusammenarbeit von Peter und Riedel, war uns halt klar, wie Peter eben auch sagte, dass wir sowas nicht auf nur MPLS-Netze oder sonstige dedizierte Leitungen irgendwie stützen sollten, die natürlich ein ganz anderes Niveau an Produktionssicherheit per se bieten, das ist klar. Aber eben genauso klar war für uns, dass der Anspruch nicht sein kann, nur bei Produktionen potenziell mitmachen zu können, die eben so ein Budget da auch für haben, platt gesagt. Und insofern, das ist korrekt. Also in dem Fall ging es mit reinen Hausanschlüssen. Und das war eben auch gerade im Vorfeld die große Leistung von unseren Leuten, von unseren Technikern,
wie gesagt, federführend von Kasi, den der Peter gerade angesprochen hat. Also da ist viel, viel Arbeit reingeflossen, dass wir eben auch A, es technisch grundsätzlich möglich machen. Dann das vielleicht eben auch zu deiner Eingangsfrage der zweiten. Also das war für uns halt auch eine große Herausforderung, weil wir eben, klar, im Audiobereich kennen wir uns sehr gut aus. Auch mit Video sind wir natürlich auch irgendwie öfters zugange, nicht nur bei der Produktion, aber dass wir kreative Leute wie jetzt Roland und sein Team zum Beispiel einbinden und dort eine technische Ebene quasi schaffen, auf der die Kollegen so nah wie möglich mit ihrer Arbeitsweise an die Normalität herankommen, das war für uns auch neu und das war sehr spannend, weil wir dann natürlich auch nicht wussten, okay, wie funktioniert das und was können wir da überhaupt möglich machen und wie ist die Reaktion auch der kreativen Abteilungen, sage ich mal. Und das war sehr spannend für uns. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Und das ist dann eben auch eine Herausforderung, wie Peter es auch eben gerade schon sagte, die technische Bereitstellung und das Konzept dahinter, das ist eine Sache. Aber für uns ist halt auch ein sehr wichtiger Part, den Service dann währenddessen zu bieten. Also dass wir A, immer da sind als Ansprechpartner, aber eben auch proaktiv versuchen, natürlich möglichst schon auszuschließen, dass es zu größeren Ausfällen kommt. Wie Peter sagte, Paketverluste im Blick behalten, die Latenzen sind eine wichtige Sache und das ist eben auch natürlich für uns, wir kennen das aus anderen Bereichen, die wir mit dem Remote Operation Center abdecken, aber in der Form und dann eben auch auf so einer kreativen Ebene, das war neu für uns. Ja, fragen wir doch mal die Kreativabteilung. Roland, du und dein Kollege Marc, ihr habt praktisch über dieses System miteinander gearbeitet. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie war das so? Wie gesagt, also im ersten Moment hat es ein bisschen gewirkt, wie wenn du eine Fernsehproduktion produzieren würdest. Nur mit dem Unterschied, dass du selbst noch nicht mal intern im Team an einem Tisch sitzt oder auf einem von der Faust sitzt, sondern dass du da auch nochmal getrennt bist und dass halt schlussendlich die Anlage oder das Setup, das du steuerst und das du programmierst und versuchst kreativ zu sein, damit auch nochmal irgendwie 500 Kilometer weit weg steht. Und das ist, wie gesagt, die größte Schwierigkeit, wie ich es eingangs schon gesagt habe, oder nicht schwierig, aber der größte Lernfaktor war ganz klar diese räumliche Trennung. Die räumliche Trennung von was ja normal auch gerade in deiner Einschätzung und du lernst ja oder über die Jahre gewöhnst du dich ja daran, dass du Helligkeiten, dass du Größe von Lux und so weiter und auch die Feelings von Szenarien, die du erschaffst und die du kreierst, bewertest, indem du sie anguckst und indem du sie auch ein bisschen fühlst, weil du ja mehr oder minder in dem gleichen Raum bist und auch daher, ich sag mal, dementsprechend deine Maßstäbe sind und dementsprechend auch deine Level sind, wo du sagst, das ist gut und das ist nicht gut. Und das hat halt erstmal gefehlt. Und du musstest das erstmal schaffen zu übertragen auf das, dass du halt zum einen die normalen Kameravorschauen hast, wie du es jetzt bei einer Fernsehshow auch hättest oder beim Broadcast von einem Konzert. Und zudem haben wir dann noch von Riedel irgendwie zwei, ich sag mal, Extended Augen zur Verfügung gestellt bekommen in Form von zwei Robocams, wo wir halt frei in dem Raum bewegen konnten und uns auch nochmal umschauen konnten. Und das dann, ich sag mal, zu kombinieren und zu sagen, das ist die einzige Art und Weise zu sehen und dann auch noch festzustellen, ich kann meinem lieben Freund Marc nicht irgendwie mal eben anstupsen und sagen, hey, probier mal das oder jenes, sondern es geht nur grundsätzlich über Intercom. Und die Intercom geht nicht irgendwie 20 Meter weit weg, sondern eben wieder ein paar hundert Kilometer. Ist vom Gefühl her muss man sich dran gewöhnen und man muss einfach den Workflow adaptieren. Und das ging aber relativ schnell eben aufgrund dessen, dass man sich eben auf den Backbone dahinter verlassen konnte. Und das möchte ich auch ganz kurz nochmal unterstreichen, was Carsten auch gerade gesagt hat. Hierbei, die Technik ist am Ende keine Rocket Science. Aber was auch hier wie eigentlich fast bei allen Dingen im Leben den Unterschied macht, ist die Expertise und sind die Menschen, die dahinter stehen. Okay, sehr gut. Peter, ihr habt auch eine Möglichkeit geschaffen, für die Künstler, um mit ihrem Publikum zu interagieren. Und zwar habt ihr das mit iPads gelöst. Richtig, wir haben zusätzlich zum normalen Stream oder vorausgeschickt, wir haben nur 40 Leute eingeladen, 40 Gäste eingeladen, die sich den Stream anschauen konnten. Und die haben einen normalen Stream gesehen, also Programmbild und Programmton, wie man es kennt. Und zusätzlich haben wir einen Point of View geschaffen, sprich einen künstlichen Sitzplatz, den wir durch iPads realisiert haben. Sprich, wir hatten 40 iPads, für jeden Zuschauer ein iPad
einen persönlichen Blickwinkel. Und die haben wir auf verschiedenste Arten aufgebaut, teilweise um die Bühne rum. Musst dir vorstellen, wie Kinostühle, die nummeriert sind. Jeder hat seinen eigenen Sitzplatz, schaut auf diesem Winkel auf die Bühne. Wir haben einigen iPads eine exponierte Stellung gegeben. Bei Purple waren das zwei iPads, die neben ihm linker Hand am Flügel standen. Bei Stefan am zweiten Tag stand ein iPad mit einer Zuschauerin auf dem Tisch vor seinem Skript während seiner Lesung, die ihn direkt angeschaut hat. Der Schlagzeuger hatte ein iPad neben zwischen den Becken stehen. Also so ganz spezielle Positionen, die du im normalen Bühnenleben gar nicht erreichen kannst. Setzt sich niemand einen Schauspieler auf den Tisch, einen Gast auf den Tisch oder ein Gast ans Schlagzeug. Das heißt, wir schaffen völlig neue Positionen und noch eine private Note. Und das ist das eine aus Zuschauersicht. Der Künstler sagte im Gespräch vor ein paar Tagen noch, ihr habt es geschafft, die Einbahnstraße aufzubrechen. Wir spielen nicht in Monitore, wie das ja durchaus üblich ist mittlerweile. Es gibt ja viele Produktionen, wo LED-Wände stehen mit ganz vielen Zuschauern à la Zoom-Konferenz, sondern es ist individuelle Positionen und individuelle Reaktionen. Und er sieht die Reaktion der Zuschauer ganz konkret und kann die auch hören. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, dass die Zuschauer dem Künstler in die Ohren sprechen können oder auf die Monitore, ohne dass es Feedbacks gibt, ohne dass wir eine N-1 brauchen. Das heißt, es gibt eine Interaktion, eine neue, die es bisher nicht gab. Und auf eine ästhetisch, wie ich finde, ganz ansprechende Art, indem man einzelne Monitore platziert und die auch so ins Bühnenbild theoretisch einbauen kann, wenn man das möchte. Da gibt es unendliche Anwendungsmöglichkeiten. Was mich auch gleich zu meiner nächsten Frage bringt. Was denkt ihr denn, wie eine solche Herangehensweise die Produktion der Zukunft verändern wird? Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, über mittelfristige, lange Sicht wird das ein hoffentlich harmonisches Miteinander zwischen ja, Live-Elementen weiterhin. Ich glaube nicht, dass die Zuschauer als reine Deko irgendwann mal abgestempelt werden, die dann nur noch für einen Livestream da sind, damit es einfach besser ausschaut, sondern ich glaube, das wird ein elementarer Bestandteil bleiben, der auch dann eine gewisse Atmosphäre einfach schafft und die man dann auch gerne mitnimmt. Aber ich glaube, virtuelle Aspekte, die ja dann eben auch remote-mäßig teilweise schon jetzt stark umgesetzt werden, wie man es bei anderen Produktionen gesehen hat, werden da mehr Einfluss erhalten und die Möglichkeit, verschiedenste Leute rund um die Welt zueinander zu bringen, die eben dann in ihren Input geben und man dafür nicht immer die ganze Reiserei auf sich nehmen muss. Man kann die Kosten senken. Man ist zeitlich dadurch auch flexibler. Man gibt gewissen Menschen, zum Beispiel jetzt im Falle von den Audiokollegen beim Peter, kann man die Möglichkeit geben, in ihren Räumen, in ihren Studios zu arbeiten, die sie kennen. Also da kann man auch dieses, schlimmes Wort, ne, aber Win-Win-Situation kreieren, indem man Kosten senkt, aber gleichzeitig die Qualität steigert. Und ich glaube, all diese Aspekte, das ist eine Entwicklung, die da stattfinden wird und da wird es sich zusammenfügen. Also das eine wird das andere nicht ausschließen oder wegdrängen, sondern auch dadurch werden neue Möglichkeiten hoffentlich geschaffen. Ja. Peter, was denkst du? Ist das Publikum unter Umständen aber vielleicht doch so ein bisschen auf dem Weg zum Second Screen, dass es mehr Deko wird als eigentlicher Teilnehmer an der Show, um einfach ein bisschen schönen Hintergrund zu haben für das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen? Nee, das glaube ich nicht. Das ist auch nicht wünschenswert. Im Moment ist, wenn wir zu den iPads zurückkommen, ist das einfach eine Möglichkeit, die Leute einzubinden auf eine andere Art, um die Verbindung mit dem Künstler herzustellen. Durchaus auch mit einem Second Screen. Aber ich sehe, das Publikum verschwinden sehe ich nicht. Ich sehe, wenn die Pandemie vorbei ist, was ja hoffentlich der Fall sein wird, irgendwann in nächster Nähe, und wir zu ein bisschen Normalität zurückkommen, dass diese iPad-Geschichte oder was auch immer dann erfunden ist, ein zusätzliches Stilmittel wird für Produktionen. Also dass auf keinen Fall das Publikum ersetzt wird, sondern dass man das einbindet und du hast ein Rockkonzert, siehe Stones, Meet and Greet im Zelt hinter der Bühne, wo Leute gegen Aufpreis Premium-Ticket kaufen können und den Künstlern die Hände schütteln können. So könnte man die iPads, einige iPads auf die Bühne, in der Bühne integrieren bei Festivals, obwohl 80.000 Leute vor der Bühne stehen. Einfach als Prime Seat, das ist durchaus denkbar. Oder als gestalterisches Element, da gibt es
viele Möglichkeiten, aber das werden die Kreativen uns sagen, was geht und was sie wollen. Dann ist das Publikum ja am Ende vielleicht sogar schon auf dem Weg direkt auf die Bühne, wie Peter sagt. Mit einem Special-Platz mit dem iPad. Roland, wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, so öfters zu arbeiten? Oder war das was, wo du sagst, ja, das funktioniert sehr gut? Und die Antwort ist relativ leicht. Ich meine, man kann sich definitiv vorstellen, so öfter zu arbeiten. Ich meine, man arbeitet zu Hause im Homeoffice in seinem gewohnten Umfeld. Das Catering ist die Küche deiner Frau und du schläfst im eigenen Bett. Das sind schon mal relativ unschlagbare Lebensqualitätsvorteile, dieser Art zu produzieren. Ganz im Ernst, natürlich. Also ich sage mal so, wenn ich nicht von Anfang an daran geglaubt hätte, hätte ich auch nie, ich sage mal, daran partizipiert. Also ich denke, da ist eine Menge Musik drin, wie man so schön sagt. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, diese Technologie zu nutzen, also gerade auch in unserem Bereich, um Remote-Sachen zu produzieren. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und es wird auch nicht zu 100% alles ersetzen, wie es vorher war, ganz klar nicht. Genauso wenig wie Streams Live-Konzerte ersetzen werden. Das glaube ich, bin ich vollkommen bei dem, was Carsten sowohl als auch Peter gesagt hat, wird nicht passieren. Es ist wieder ein Puzzleteil, das wir gerade lernen zu benutzen in dieser speziellen Situation Corona oder in dieser Pandemiesituation. Eine Technologie, die wir gerade kennenlernen oder so richtig ernsthaft kennenlernen und auch die Zeit dazu haben, die kennenzulernen und die sicherlich den Produktionsbetrieb in Zukunft besser machen wird aus diverse Perspektive, sei es Geldersparnis, sei es etwas umweltfreundlicher, sei es jetzt effektiver. Also daher ganz klar, ja, warum nicht? Vielen Dank für dieses Gespräch. Das waren Peter Brandt von Remote Recording Netzwerk, Roland Greil von The Black Project und Carsten Voskühler von Riedel Communications. Und wir haben uns unterhalten über einen komplett dezentral produzierten Live-Event.